Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deutsch mit Inap. Welcome to my channel Deutsch mit Inap. Heute sprechen wir über Hobbys und Freizeitaktivitäten. Today we'll talk about hobbies and free time activities. Besides that, you'll also learn how to say what you like to do in your free time and what you don't like to do. Los geht's! If you have watched my previous video about hobbies, you already know how to ask for hobbies. And that is, was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Today we will learn one more question to ask for hobbies. Was machst du gern in deiner Freizeit? Was machst du gern in deiner Freizeit? So these questions are used in informal situation, do form. Let's learn the sie form, the formal one. Was sind ihre Hobbys? Was sind ihre Hobbys? Was machen sie gern in ihrer Freizeit? Was machen sie gern in ihrer Freizeit? Which literally means, what do you like to do in your free time? Welches Hobby ist das? Which hobby is this? Kochen, to cook. Mein Hobby ist Kochen. Mein Hobby ist Kochen. You know this sentence already from the previous video. Now, since we learned a new question, let's learn the new way of answering. So you can say, mein Hobby ist Kochen oder ich koche gern. Ich koche gern, which literally means I like to cook. If you add this word gern right after the verb, it means you like to do this activity. Ich koche gern, I like to cook. Moving on. Welches Hobby ist das? Ins Kino gehen. To go to the cinema or to go to the movies. Mein Hobby ist ins Kino gehen. Mein Hobby ist ins Kino gehen. Or you can also say, ich gehe gern ins Kino. Ich gehe gern ins Kino. The word gern comes after the verb. Ich gehe gern ins Kino, which literally means I like to go to the cinema. Fußball spielen. To play football. Mein Hobby ist Fußball spielen. Or you can say, ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Chatten. Chatten. Mein Hobby ist chatten. Mein Hobby ist chatten. Oder ich chatte gern. Ich chatte gern. Notice that with ich, you need to conjugate the verb chatten. So it is not ich chatten gern. Rather, it is ich chatte gern. I like to chat. Musik hören. Mein Hobby ist Musik hören. Mein Hobby ist Musik hören. Oder ich höre gern Musik. Ich höre gern Musik. Schwimmen. Schwimmen. Mein Hobby ist Schwimmen. Mein Hobby ist Schwimmen. Oder ich schwimme gern in meiner Freizeit. Let's add this, in meiner Freizeit. Basically means in my free time. Ich schwimme gern in meiner Freizeit. Means I like to swim in my free time. Joggen. Joggen. To jog, to go for a run. Mein Hobby ist joggen. Mein Hobby ist joggen. To say I like to jog in my free time, you need to say
Ich jogge gern in meiner Freizeit. Ich jogge gern in meiner Freizeit. Fotografieren. Fotografieren. To take photos. Mein Hobby ist Fotografieren. Mein Hobby ist Fotografieren. Oder ich fotografiere gern in meiner Freizeit. If you say, ich fotografiere gern, means I like to take photos. But if you want to say in my free time, then you just add in meiner Freizeit at the end. Ich fotografiere gern in meiner Freizeit. I like to take photos in my free time. Singen. Singen. Mein Hobby ist singen. Mein Hobby ist singen oder ich singe gern in meiner Freizeit. Ich singe gern. Fernsehen. Fernsehen. To watch TV. Mein Hobby ist Fernsehen. Mein Hobby ist Fernsehen. Or you can say, ich sehe gern fern. Ich sehe gern fern. I like to watch TV. You might be wondering why the hell is that word fern at the end of the sentence. For now, just take it as an exception. Just memorize the whole sentence. Ich sehe gern fern means I like to watch TV. Later on, you will know why that word was separated into two parts. For now, just memorize Ich sehe gern fern. I like to watch TV. Xbox spielen, PlayStation spielen, Computerspiele spielen. For instance, mein Hobby ist Xbox spielen. Mein Hobby ist Xbox spielen. Oder ich spiele gern Xbox. Ich spiele gern Xbox. I like to play Xbox. Fahrrad fahren. Mein Hobby ist Fahrrad fahren. Mein Hobby ist Fahrrad fahren. Oder ich fahre gern Fahrrad. Or you can also say, ich fahre gern Rad. Ich fahre gern Fahrrad. Oder ich fahre gern Rad. Means I like to cycle. I like to go cycling. Lesen. Mein Hobby ist lesen. Mein Hobby ist lesen. Oder ich lese gern in meiner Freizeit. Ich lese gern in meiner Freizeit. I like to read in my free time. Zeichnen. Zeichnen. To draw or to sketch. Mein Hobby ist Zeichnen. Mein Hobby ist Zeichnen. Or you can say, ich zeichne gern in meiner Freizeit. Ich zeichne gern in meiner Freizeit. I like to draw in my free time. Malen. Malen. To paint. Mein Hobby ist malen. Mein Hobby ist malen. Or ich male gern in meiner Freizeit. Ich male gern in meiner Freizeit. I like to paint in my free time. Tanzen. Tanzen. To dance. Mein Hobby ist tanzen. Mein Hobby ist tanzen. Or to say I like to dance, you can say ich tanze gern. Ich tanze gern. I like to dance. Reisen. Reisen. To travel. Mein Hobby ist reisen. Mein Hobby ist reisen. Or
Ich reise gern. Ich reise gern. I like to travel. Sport machen. Sport machen. To work out. Mein Hobby ist Sport machen. Mein Hobby ist Sport machen. Or ich mache gern Sport. Ich mache gern Sport. I like to work out. Gern. So you learned this new word gern to say you like to do something. So you just add this word gern after the verb. What if it is more than just like, you like it very much, then you add sehr gern after the verb. Or you don't like something, nicht gern, oder nicht so gern after the verb. Some examples. Kochst du gern? Or a formal one, kochen Sie gern? Do you like to cook? So the answers could be, ja, ich koche gern. Or, ja, ich koche sehr gern. Ich koche sehr gern. Or, nein, ich koche nicht gern. I don't like to cook. Übung. Exercise. Übung. Lernst du gern Deutsch? Lernst du gern Deutsch? Do you like to learn German? So, based on this smiley, what could be the answer? Ja, ich lerne sehr gern Deutsch. Ja, ich lerne sehr gern Deutsch. Yeah, I really love to learn German. Nächste Frage, next question. Machst du gern Hausaufgaben? Machst du gern Hausaufgaben? Do you like to do homework? Or do you like to do assignments? So, based on this smiley, what could be the answer? Nein, ich mache nicht gern Hausaufgaben. Nein, ich mache nicht gern Hausaufgaben. Oder nein, ich mache nicht so gern Hausaufgaben. Ich mache nicht so gern Hausaufgaben. No, I don't like to do assignments. I don't like to do homework. Nächste Frage, next question. Isst du gern Pizza? Isst du gern Pizza? Do you like to eat pizza? Und die Antwort ist, ja, ich esse gern Pizza. Ja, ich esse gern Pizza. I like to eat pizza. Anja und Sven, do you like to read? So, what could be the German translation of this sentence? Anja und Sven, lest ihr gern? You need to conjugate the verb lesen to ihr, that's why the ending T. Lest ihr gern? Do you guys like to read? We don't like to work out. Let's translate this into German. We don't like to work out. Wir machen nicht gern Sport. Wir machen nicht gern Sport. So if you add nicht gern, means you don't like to do it. And since the subject is wir, the ending of the verb has to be en. Wir machen. Mario likes to play football. So, what could be the German version of Mario likes to play football? Mario spielt gern Fußball. Mario spielt gern Fußball. Since the subject is Mario, the verb ending has to be T. Mario spielt gern Fußball. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Thanks for watching till the very end. Do let me know what you like to do in your free time. Schreib mir doch einen Kommentar. Was machst du gern in deiner Freizeit? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.